Tag Nummer 4 ist es jetzt, glaube ich, ausprobiert. Wir haben Samstag. Ich habe bereits heute Nacht die zweite Episode hochgeladen aus der Puppet Grappling Academy. Habe mit dem Ben drüben auch gesprochen. Der wird nächste Woche noch für euch eine Tour durch seine Akademie machen, was dazu erzählen, wie er hier in Thailand gelandet ist und über seine Karriere. Er kämpft ja bei ONE FC, ist wirklich ein guter Mann. Hat jetzt vor kurzem auch in Japan gekämpft, glaube vor 2 Wochen, und hat da spektakulär mit einer Mata Leao aus dem Stand, also ist im Stand sein Gegner im Cage auf den Rücken gegangen und hat ihn dann direkt abgewürgt. Also Ben wird euch da ein paar Sachen erzählen. Ich kann nur sagen, nach den 2 Trainingseinheiten, die ich jetzt dort besucht habe, schon echt gutes Level dort. Also das ist wirklich krass, auf welchem Niveau sich der Ben als Trainer bewegt, wie gut er den Unterricht aufbaut. Ich bin vollkommen begeistert. Kurzes Warm-up, 2 Techniken aus der gleichen Position und dann Open Mat und let's go. Also wirklich voll gut rollen bei 32, 33 Grad und dem tropischen Klima hier natürlich schon echt eine Herausforderung. Also egal wie locker du gehst, du bist danach klatschnass, also wirklich klatschnass, durchgeweicht bis auf die Knochen. Ihr werdet es jetzt in der 2. Episode sehen. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Hab allerdings nur mit echten Brocken trainiert. Mit dem Dragan, ein Franzose mit 110 Kilo. Und dann noch mit einem, ich glaube, Darren hat er geheißen, aus Australien. Gute 2 Meter groß, 130 Kilo. Also das war wirklich kein Spaß. Aber es war natürlich total cooles Training. Heute Morgen mache ich mich auf den Weg und gehe zu Southside MMA, runter an Rawai Beach. Also werde auch nachher noch an den Strand gehen. Da ist heute Open Mat. Und da ist dann wirklich jetzt von 10 bis um 12 Vollgas, Feuer frei mit guten Leuten aus der UFC, ONE FC, Top-MMA-Kämpfern, wirklich Weltklasse-Grapplern. Da ist sogar ein Schwarzgurt-Weltmeister, glaube ich, dabei. Ja, ich wollte mir das einfach mal anschauen, wollte gucken, wie lange ich da heute durchhalte. Bei dem Wetter, das Wetter ist natürlich hier fantastisch. Also wir haben jetzt morgen kurz nach 8. Und es ist schon brütend warm. Also ich wache nachts immer nur auf, weil es zu warm ist und weil ich halt nicht die ganze Nacht die Klima laufen lassen mag, weil mich echt Angst hat, dass ich mir irgendeine Erkältung oder was einfange jetzt so kurz vor dem Wettkampf. Heute in der Woche ist es ja soweit. Also heute gehe ich runter zu Southside MMA, treffe dort auch den Daniel Dörrer. Der durfte in Deutschland mehr als bekannt sein, ist wirklich ein super krasser Kickboxer und K1-Kämpfer. Ist jetzt seit mehreren Jahren hier in Thailand, hat hier eine neue Heimat gefunden, fühlt sich pudelwohl. Ich werde nachher natürlich auch mit ihm sprechen. Habe ihm auch ein paar Geschenke mitgebracht, ja. Warte noch eine Private bei ihm buchen. Und ansonsten bin ich einfach mal gespannt, wie das Training jetzt heute läuft. Halt euch auf dem Laufenden, guckt natürlich mal, ich weiß nicht immer, es ist nicht immer jeden Trainer oder den Leuten so lieb, dass man das Training filmt. Ob ich filmen kann, oder der Armin kommt vielleicht auch aus dem German Top Team Herrenberg. Einfach mal gucken. Also wir müssen wirklich schauen, ob wir filmen können. Ich hoffe, dass wir filmen dürfen beim Training. Dann kann ich auch noch ein paar Sequenzen zusammenschneiden. Und ansonsten werde ich natürlich eine Gym-Tour machen, werde euch das Gym ein bisschen zeigen, vorstellen, werde das Ganze mal ein bisschen filmen, dass ihr so einen Eindruck und ein Feeling davon bekommt und werde natürlich dann auch danach meine Meinung zu dem Training sagen. In diesem Sinne, bald kommt mein Taxi, dann fahre ich runter an Rawai Beach und dann werden wir uns nachher wiedersehen. Ich wünsche euch was.